mich, dass wir hier doch in sehr kurzer Zeit doch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen geworden sind. Ja, worum geht es heute? Heute geht es eigentlich schlicht nur um eines, um Solidarität mit Streikenden, mit kämpfenden Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, diesmal nicht in der Bundesrepublik, sondern in Italien. Und dort sind Kolleginnen und Kollegen unter dem Vorwand unter Hausarrest gestellt worden. Das ist immer ja schon ein Zeichen, wenn man nicht gleich in den Knast wandert, dass der Staat da auch nicht so ganz sicher ist, was er da macht. Unter dem Vorwand unter Hausarrest gestellt worden, weil sie mit erpresserischer Absicht was erreichen wollen. Na gut, dann muss man ja die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein Streik? Du hast das schon gesagt. Streik ist eigentlich das letzte Mittel in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit. Nämlich dann, immer dann, wenn es um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen geht und die Unternehmen sagen, nee, uns reicht es, wenn wir Gewinne schreiben und Dividenden abführen, ihr macht mal schön weiter mit dem, was wir euch bezahlen. Da sagen wir als Gewerkschaften, nein, uns bleibt nichts anderes als den Streik, um deutlich zu machen, entweder ihr zahlt höhere Löhne oder es geht zulasten von Produktionsausfällen und damit zu gewinnen. Und ihr habt das unternehmerische Risiko, also entscheidet gut, weil wir haben einen langen Atem, wir sind Gewerkschaft, wir sind groß, wir sind solidarisch und ihr kämpft nicht einer allein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dem Hintergrund der grassierenden Inflation ist es doch kein Wunder, dass die Kolleginnen und Kollegen zu Recht sagen, wir brauchen mehr Geld in der Tüte. Weil wir haben es hier mit einem echten Reallohnverlust zu tun, der in Höhen steigt, wie in den letzten 30 Jahren nicht gehabt. Selbst in der großen Finanzkrise 2007, 2008, da war das nicht so ein tiefer Einschnitt. Und ich glaube, es ist vollkommen richtig, hier zu fordern, gebt uns mehr in die Lohntüte, weil ihr kriegt ja auch mehr Geld. Die Gewinne in der Logistikbranche sind seit Corona, haben sich vervielfacht. Und ich muss ehrlich sagen, jeder Euro, jeder Cent ist mir lieber in der Tasche der Beschäftigten als eine Dividende an den Aktionären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich der Staat in Streik und in Tarifkämpfen einmischt, dann ist es immer zulasten der Beschäftigten. Und deshalb sagen wir bewusst, und das ist eine Lehre aus dem Krieg gegen Faschismus, dass es ein Grundrecht gibt bei uns in der Bundesrepublik, das heißt Koalitionsfreiheit. Und dass sich der Staat eben halt nicht einmischt, weder direkt noch indirekt. Deshalb ist auch die Frage der konzertierten Aktion von Olaf Scholz auch kritisch zu begleiten. Deshalb sagen wir nein, der Staat hat sich rauszuhalten aus den Tarifauseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit, denn dort sind es die Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Rechte für bessere Arbeitsbedingungen streiten und zu den Arbeitsbedingungen gehören auch gute und ausreichende Löhne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will aber auch eins sagen, ich bin mir ziemlich unsicher, um was es für Gewerkschaften sich dort handelt. Ich weiß auch nicht, ob die Ziele ihres Kampfes ausreichend sind. Wir haben es doch auch in der Bundesrepublik mit. Ja, in Anführungsstrichen Gewerkschaften zu tun, die ausschließlich für einzelne Berufsgruppen unterwegs sind. Sei es ein UFO oder sei es die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Aber auch das will ich hier eindeutig sagen. Es geht um eines. Es geht nicht nur um die Absichten der Gewerkschaften. Dazu kann man unterschiedliche Haltungen haben. Es geht aber darum, dass man Streikenden nicht in den Arm fällt. Und genau deshalb stehen wir hier, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darum geht es nämlich. Unsere Forderung nützt deshalb noch. Erstens an die italienische Regierung, den Hausarrest aufzuheben und zweitens die ILO-Konvention zu beachten. Die ILO-Konvention sagt, die Arbeitnehmer, die Beschäftigten haben ein Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren, haben ein Recht auf Lohn- und Arbeitskämpfe, haben ein Recht darauf, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu erkämpfen. Und dieses internationale Recht ist anzuerkennen, deshalb hat sich der italienische Staat hier rauszuhalten. Deshalb ist unsere eindeutige Forderung hier auch vor dem Honorarkonsulat, dem italienischen in Hamburg. Wirken Sie darauf hin, dass Ihre Regierung den Hausarrest aufhält und wirken Sie darauf hin, dass Gewerkschaften das Recht haben, was ihnen zur Verfügung steht, bis hin zum Streik. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.